So, dann schauen wir uns das Vivas Pro mal näher an. Das Vivas Pro ist ja auf den ersten Blick eigentlich genau wie ein Vivas. Hat auch die gleichen Anschlüsse, 3,5 mm. Hier oben Mikro-USB, Lautstärkeregler, alles dasselbe. Holen wir mal das Vivas mit dazu. Und man sieht, das ist praktisch kein großer Unterschied. Also es sind 2, 3 mm, offiziell 2. Das ist jetzt nicht genau nachgemessen, aber es ist kein großer Sprung dazwischen in der Größe, nur dass das Vivas Pro eben noch eine kleine Besonderheit dabei hat. Ne? Während das Vivas ein reines Touchscreen-Gerät ist, man sieht ja auch, das Betriebssystem ist das gleiche, beides Symbian S60 Serie 5, hat das Vivas Pro eher noch ein Hardware-Gimmick und zwar eine richtige Tastatur eingebaut. Ja, auf den ersten Blick tut sich nicht viel. Der Preisbereich ist auch nicht so großartig unterschiedlich. Also das Vivas und das Vivas Pro, die werden so um die 80 bis 100 € auseinander liegen. Eher 80, offizielle Preise gibt es noch nicht so recht, aber das Vivas taucht so bei 320, das Pro bei 400 € auf. So, und hier haben wir auch die Tastatur schon mal im Unterschied gesehen. Und es ist dann auch wirklich der große Unterschied. Ansonsten tun sich die beiden Geräte nicht viel. So, werfen wir mal einen näheren Blick auf die Tastatur. Das Menü springt automatisch immer ins Querformat. Anscheinend ist das hier noch nicht so ganz finale Serie, denn das Hauptmenü bleibt dann irgendwie im Standardmodus hängen und ändert sich nicht mit rüber. Also das ruckelt noch ein bisschen. Können wir jetzt auch nicht viel dran machen. Ja, ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass das geht, aber anscheinend müssen wir da noch auf die finale Version warten. Das soll übrigens nicht mehr lange dauern. Also das Vivas kommt jetzt im März anscheinend schon in den Handel und das Pro kommt dann im zweiten Quartal. Schön schnelles Scrolling. Macht sich bemerkbar. 720 Megahertz Prozessor. Also das rockt dann schon im Vergleich zu den alten Geräten. Auch sogar im Vergleich zum Satio. Und dieses physische Feedback, Physical Feedback da, kleine Vibrationen, wenn man eine Aktion ausgeführt hat, die gibt es beim Vivas nicht mehr. Die gab es ja beim Satio recht ausgeprägt. So, hier können wir mal wieder die Buttons ändern. Was wir eben dabei haben, ist Flash, Adobe Flash, aber auch nur Flash Lite. Soll Programmierern die Möglichkeit geben, dass man nachträglich noch Applikationen, wie das vorhin in dem ersten Vivas-Video gezeigt, Spielchen mit reinbringen kann. Gehen wir mal hier auf, ja genau, gehen wir auf Flash. Dann machen wir den typischen Sony Ericsson-Hintergrund drauf. Es tut mir leid, die Lichtverhältnisse hier sind grottig, deshalb sieht man auch nicht wirklich wahnsinnig viel. Ich hoffe, dass ich da noch mal ein bisschen näher drauf halten kann. Stellt euch ein Satio vor in ein wenig schneller. Es tut mir leid, das jetzt so wenig blumig sagen zu können. So, dann gucken wir uns mal die Tastatur an. Also es gibt ja eine normale Tastatur, aber es gibt natürlich auch eine On-Screen-Tastatur. Das war ja auch schon beim Satio so. Und da haben wir dann gleich die ganze Bandbreite. Es gibt allerdings auch noch die kleineren, die Wechseltastaturen. Und wenn man jetzt die Tastatur aufschiebt, die richtige Tastatur, dann will er auch noch nicht so richtig flippen. Also das ist wohl noch eine Frage der Entwicklung, aber Sony Ericsson hat da ja auch noch 2 Monate Zeit, was draus zu machen. Und es ist ja nicht so, dass bei S60 Nokia sich da nicht auch schon Gedanken gemacht hätte, wie man da eine Tastatur dran zum Laufen kriegt. Tastatur tippt sich sehr schön, sehr angenehm. Tasten sind weit genug auseinander. Ein Buch würde ich jetzt nicht dran schreiben, aber die Größe ist durchaus in Ordnung. Ja. Und es ist flach, 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 flach. Das kann man es noch wenig sagen. So, jetzt rutsche ich irgendwie gerade raus aus dem Bild. Also, da sind wir wieder. Flaches Gerät, bedienbares Gerät. Jetzt will er auch wieder mal nicht so recht zurück. Aber im Augenblick hüpfen wir noch ein bisschen. Aber es zeigt ganz gut, was das Gerät mal leisten können wird. So, gehen wir mal kurz im Media Browser. Der sieht genauso aus, wie es Sony Ericsson immer ausgesehen hat. Eigentlich auch genau wie auf dem Satio. Und hier ist jetzt auch ein HD-Video drauf. HD-Video aufgenommen mit dem Vivas. Ebenfalls auf dem schlecht beleuchteten Sony Ericsson stand. Also er ist jetzt nicht wirklich stillos schlecht beleuchtet.
Er ist aber einfach ungünstig beleuchtet, wenn es um Videos geht. So, und jetzt haben wir hier noch unten ein HD-Video aufgenommen. Auch da muss ich mich schon wieder fast entschuldigen, dass das natürlich nicht so gut rüberkommt. Interessanterweise im Hochformat wird das dann immer gepresst dargestellt. Man muss also, man wird praktisch gezwungen, das Handy ins Querformat zu bewegen, wenn man sich ein Video angucken will, sonst schaut es ganz bizarr aus, was Sony Ericsson einem da liefert. Ja, aber die Qualität ist durchaus überzeugend. Also da kann einiges draus werden. Kann natürlich noch nicht so ganz mit aktuellen Videokameras mithalten, aber es ist schon ein großer Sprung. Sony hatte sich ja lange festgefressen auf VGA-Videos. Ja, und da sind wir jetzt doch ein ganzes Stück weiter. So, gehen wir mal wieder raus. So viel zum Vivas Pro. Wie gesagt, kein großer Unterschied zum Vivas.